die Vergangenheit von Backyard, Covid-19, Freundschaften und alte Champions ist vorbei. Ab sofort wird es einen Restart geben. Of a champion is the one that finds a way to do what can't be done. One that'll hold your hand and help you fight through the pain. That will walk through the fire just to bring you the rain. Obstacles are only rocks for the climbing. It's a race against the clock, and you got the perfect timing. Bring the thunder so we all can catch the lightning. The only thing that cuts timing is a diamond. All my life, this one night, yeah. So welcome to it. Servus Leute, hier ist wieder Simi the Crow. Heute habe ich mir eine Verstärkung mit dazu geholt und zwar den TJ. Servus TJ. Servus Simi, servus Erding Wrestling Show Fans. Ich bin heute erstmal hier am Kommentatorentisch und wir schauen mal, wie es heute laufen wird. Und vor allem der Wolfman, Bernhard Wolf, ist jetzt im Ring, der hat uns bestimmt was Wichtiges mitzuteilen. Bevor es mit dem ersten Match natürlich losgeht, fehlt natürlich jemand, oder TJ? Ja, also der Ringrichter ist natürlich immer ein wichtiger Bestandteil des generellen Events, weil ohne Ringrichter würde es niemanden geben, der auf die Regeln aufpassen würde. Und ohne unseren Ringrichter André würde überhaupt nichts laufen heute Abend. Gut, dass er auch da ist und gut, dass er auch heute den Ringrichter macht oder halt auch Ringrichter ist, vor allem. Also Ringrichter machen muss er ja, weil sonst gibt's keine Versus. Das stimmt, da hast du vollkommen recht, TJ. Ja, und
bevor es eigentlich zum ersten Match rübergeht, man kann schon sagen, ein Dauergast bei der EWS. Wahrscheinlich hat er sich ein Abo geholt, wer weiß. Man sieht auch, er verteilt schon seine Scheine. Also ich habe die mal angeguckt. Also Leute, wenn ihr mal bei der Veranstaltung seid, nehmt ruhig euch mal einen Schein, schaut mal an, wie sie aussieht. Also naja, ob die was wert ist, das ist halt natürlich die Frage, oder TJ? Ja, ist schon eine generelle Frage. Schön sehen sie aus. Okay, Alex Wonder ist natürlich auch heiß darauf zu sagen, dass die Wonder-Dollar was wert sind. Ja, vielleicht haben sie auch einen Wert, nur sie stehen nirgendwo eingetragen. Sonst würde es ja jeder wissen. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, TJ, was Alex Wonder wieder im Petto hat, denn er hat ja immer eine Überraschung. Also wir wissen ja bei Open-Air-Veranstaltungen, den Clou mit Gukas war ja schon phänomenal, muss man schon sagen. Oder auch letztes Jahr Endstation 3, Masterpiece Marcellus natürlich immer mit dabei. Aber hat er den Titel verloren gegen Don Sheen? Plus, was hat jetzt Alex Wonder vor, TJ? Also, wie man schon hören konnte, hat er vor dem Event auf seinem Instagram-Channel gemeint, er würde jetzt hat Erding zu seinem Reich dazu hinzuziehen und er wird jetzt hat Erding zu seinem Königreich angliedern. Aber ob ihm das gelingen wird, wirklich, dass wir unter seinem Königreich oder ihm als König stehen werden, das ist jetzt eine Frage. Und der König spricht jetzt. Geschichte weggeschrieben, der Tag, der euer, ja, nennen wir es ruhig mal Leben, aufwerten. Der König von Wrestling Deutschland, der Manager of Champion, Alex Wonder, ja, zurück zur EWS. Dankeschön. Bring uns doch mal den Oberwacker.
Ohrmacher, du bist hier in voller Pracht, ich kann dich sehen. Aber du weißt genau, dass Karic recht hat. Du bist seiner nicht würdig. Aber ich will sehen, steckt noch irgendetwas von den 2005er Obermacker in dir? Oder gibt's nur noch diese Wurst ab 2021 Version? Du hast ein Mensch. Leute, das war eine Überraschung von Alex Wunder, also der Enkel von Nails. Quentin Bates ist natürlich jetzt in den Ring gekommen, ist ja schon der Hammer. Aber was ich sagen will, Leute, von vorhin, wegen der Scheine, gebt ihr vielleicht doch nicht auf, denn ihr habt gesehen, was Kovac damit gemacht hat. Ja, das ist natürlich auch zu erwarten vom Obermacker, der lässt ihm nix gefallen. Wie man auch sieht hier, schönes Händen auf Quentin Bates. Ja, Überraschung, dass Wonder auf einmal Bates aus dem Arsenal rauszieht. Aber der sieht auch so aus, als würde das wohl versuchen, mit Kovac aufzunehmen. Und ich glaube nicht, dass er gewachsen ist für den Obermacker. Ja, also Carnage hatte natürlich keinen Bock drauf. Also warum, wissen wir natürlich nicht. Aber Quentin Bates, muss ich sagen, er legt jetzt schon richtig los. Also wirklich ein furchterregender Typ, muss ich sagen. Also dem würde ich nachts nicht begegnen wollen. Ja, und auch mit dem Round and Pound auf Kovac. Ja, halt sehr lange im Gefängnis gewesen. Für mal hinterfrage es lieber nicht. Aber jetzt natürlich so kämpft er auch. Als wäre er noch im Gefängnis, als würde es darum gehen, um Leben und Tod. Und wenn er kann, dann versucht er, die Regeln zu brechen, so gut wie es geht. Was ein schöner Dropkick. Wahnsinn. Das war perfekt. Obermacker. Aber was ist da jetzt vor? Dann. Oh, was ein Moonsault. Wow, Moonsault. Aber nur zwei, denn der Obermacker hat natürlich noch etwas Power in sich. Ja, und Alex Wunder schleicht einfach um den Ring herum. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass er nicht eingreift. Aber Quentin Bates hat es jetzt bisher sehr gut im Griff. Also die Legende, Michael Kovac. Ja, das sieht man, Alex Wunder mit seinem Yeah! Schon der Oberhammer. Aber jetzt ist Quentin Bates auf den Seilen. Was macht er jetzt? Und ein, was auch immer, ich würde mal sagen, ein entweder Diving Headbutt oder ein Splash. Der ging aber ins Leere, denn Kovac ist da gerade noch rechtzeitig weggerollt.
Aber es sieht aus, als würde sich jetzt Kovac langsam wieder auf die Beine rappeln. Ja, Quentin Bates unglücklich aufs Gesicht gelandet. Das wird sehr weh tun. Und Kovac jetzt natürlich da antworten seiner eigenen Offensive. Faust. Ja. Schöne Schläge. Oh, was hatten wir davon? Oh! Harte Close-Line-All, nochmal eine zweite. Und er rollt auch. Wahnsinn. Es sieht so aus, als würde Kovac kein Alter kennen, als wäre der Mann immer noch in seinen jungen Jahren. Ja, Kovac, eine lebende Legende aus Österreich. War ja auch schon bei der ECW damals sogar tätig für eine kurze Zeit. Aber wirklich eine Legende. Also da hat es Quentin Bates schon sehr, sehr schwer gegen Michael Kovac. Davon, oh, ein Pump-Handle-Flatliner genau auf Quentin Bates Gesicht, was auch noch durch den vorherigen Splash natürlich verletzt sein muss. Aber Quentin Bates findet immer noch eine Möglichkeit, bei zwei noch die Schulter hochzukriegen. Und Kovac muss sich wohl was überlegen, wie er diesen jungen Mann jetzt auf den Boden zum Boden bringt, so dass er auch liegen bleibt. Und so. Gute Fixbar. Oder was? Oh. Boah, besser jetzt hat. Crucifix. Oh! Ah, das war auch wieder unglücklich aufs Gesicht. Da muss jetzt aber wohl gewesen sein, oder? Und das war's auch. Es war's auch. Keine Chance nach einem Flug direkt aufs Gesicht und zwei Angriffen aufs Gesicht. Da es bleibt nicht mehr viel Lebenskraft übrig. Da hat noch Quentin Bates Glück gehabt, dass da Michael Kovac nicht so weit ausgeholt hat. Ja, war echt kurz und schmerzlos von Michael Kovac gegen Quentin Bates. Da bin ich mal gespannt, was in Zukunft noch kommt. Jetzt sieht man nochmal die Replay-Aufnahmen von den Moves von Michael Kovac und das Cover 1, 2, 3 und vorbei. Das war wohl nichts für Alex Wonder. Aber mal schauen, was noch kommt. Also ich glaube, so wie man Alex Wonder kennt, wird bestimmt noch irgendwas bei dieser Veranstaltung kommen. Ja, Michael Kovac sehr, sehr beliebt bei der IWS hier in Erding. Natürlich auch in Österreich unterwegs. Aber in Erding ist er wirklich ein auf jeden Fall sehr gesehener Gast. Und da klatscht auch mit den Fans ab. Muss natürlich sein. Und ein Bier gibt es natürlich auch. Da freuen sich die Fans und der wird natürlich gefeiert von den Fans, unser Obermacker Michael Kovac.